Das ist ein bisschen größer als die. Das ist erstmal maximal gut. Ist runter? Nee. Kommst du gar nicht mal runter? Sehr schlecht. Moin. Du kriegst jetzt erstmal was Schönes. Okay. Da wollen wir mal. Wow. Alles klar. Dann erledigen wir den Rest von ihm. Roger, ich hab schon. Okay. Das Glück kann ich mir anziehen. Übernimm mal. Überlass das mir. Roger. Einer hast du noch. Gleich einer hinterher. Oh. Immer auf ihn drauf. Mittelklauen. Oh. Der was für tiefer gekriegt. Und da kommt Cloud. Cloud! Da bist du ja. Los geht's. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Na also. Wusstest du, wo wir sind? Bin dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. War mal klar. Okay, da ist ein Durchgang. Da war aber nichts mehr, ne? Zum Einsammeln? Ne. Mhm. Oh. Was sind ihr Menschen? Machen sie Experimente mit denen? Das ist die dunkle Seite von Shinra. Kennst du Cloud, ne?
Ah, die ist schon wieder. Oh, die haben uns bis nach oben gebracht. Mann, was sollte das? Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Cloud? Hast du gut gemacht. Ja. Ah, ich bin immer noch der Barrett. Dann bringen wir den mal in Sicherheit. Kümmere dich um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Biggs geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Hör auf! Sie sind zurück beim Planeten. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Das heißt, kämpfen bis zum bitteren Ende. So, ich glaube, wir sind jetzt auch jetzt beim nächsten Kapitel. Ja. Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira, wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das. In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris noch Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Oh.
Ja, da kommt man nicht rein. Gucken wir mal, ob es da oben ist. Nö. Wo ist denn die Mutter? Das tiefer. Ich genieße ein bisschen die Aussicht. Eben habe ich gedacht, das wäre ein Monster. Na komm, gehen wir mal hin. Na. Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ja. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Cloud. Du tust mir weh. Tut mir leid. Aber heulen macht jetzt auch nichts besser. Wenn es dir hilft. Danke. Erst Marlene und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Eris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Hm.
Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Das wollten wir hören. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Sie weiß was. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Und machen Shinra die Hölle heiß. Oh, da liegt einfach so jetzt eine Materie. Wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du denn vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Schrittzähler, da war doch auch mal was gewesen. Ich glaube, da kriegt man irgendwas, wenn man eine bestimmte Anzahl erreicht hat. Ja, jetzt muss ich nur überlegen, wem gebe ich das? Der hat zweimal TP-Boost. Ja, die müssen halt auch gelevelt werden. Schwierig. Wir erstmal eine weg. Spitzzähler. Ziel 5000. Also ein bisschen mehr hinherlaufen.
Das hatten wir schon. Gut. Hey, Leute! Alle mal herhören! Ich muss so schnell nicht kommen. Da kann ich mich auch betrinken. Was ist denn los? Wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche. Die kennen wir doch. 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch vom diese möchtegern Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Hey. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins: unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute. Hab Angst. Oh. Der letzte Job. Wir haben wieder alles keine Aufgaben. Das ist ja wunderbar. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Wir unterbrechen mit neuen Informationen zum Platz, der sich letzte Nacht im Sektor 7 ereignete. Und da haben wir die erste.